Das war der Anstoß. Der VfL Wolfsburg hat dieses Spiel eröffnet. So, rüber. Auf die andere Seite. Roussillon. José Brekalo. Das könnte gefährlich werden. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Er ist ein extrem athletischer Spieler, kann seinen Körper gut einsetzen. Ist nicht wirklich leicht, ihn vom Ball zu trennen. Der Angriff könnte was werden. Szene geht weiter. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Frühes Stören jetzt. José Brekalo. Memedi. Wout Weghorst. Und da verlieren sie den Ball. Dabur. Ja, starker Pass. Auf außen ist Platz. Da steht die Abwehr sicher. Xaver Schlager. Wolfsburg kommt über den Flügel. Da ist die Hereingabe. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz, ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor! Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Hier nochmal dieser Treffer. Läuft gut für den VfL Wolfsburg. Sie führen hier. Ryan Sessegnon. Die Wölfe erobern sich den Ball zurück. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da kommt die Flanke. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Diadier Samaseku. Memedi, Maximilian Arnold. Jetzt ist es gefährlich. Admir Memedi. Und da ist der Ball wieder weg. Sie verlieren den Ball. Das könnte was werden. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Und es gibt natürlich Einwurf. Brooks. Ah, sie verlieren den Ball. Sebastian Rudi. Gut gemacht, gutes Tackling. Memedi. Wout Weghorst. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Dabur. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf.
Maximilian Arnold. Mit Auge. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Geht dazwischen und hat den Ball. Ryan Sessegnon gibt Einwurf. Dabur. Brooks. Castells. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? So langsam wird es gefährlich. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Anstoß TSG Hoffenheim. Rudi. Florian Grillitsch. Nordfight. Dabur. Rudi. Akpoguma. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Gute Aktion. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Na, gute Gelegenheit vielleicht, aber sie stehen ihm auf den Füßen. Geht da voll in diesen Zweikampf. Jetzt können sie vielleicht kontern. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Florian Grillitsch. Ball ist wieder weg. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Xaver Schlager. Das ist ein vielversprechender Pass. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ishak Belfodil. Da kommt der Konter. Ein Gewaltschuss, aber gehalten. Ecke. Das ist die Chance zum Ausgleich. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 27. Maximilian Arnold. Neu dabei. Die Nummer 31. Jannik Gerhardt. Ecke kommt in den 16er. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Einwurf für Hoffenheim. Florian Grillitsch. Dabur. Rudi. Jakob Brünn-Larsen, Munas Dabur. Tolles Zuspiel. Der Ball war ziemlich harmlos. Roussillon. Ballverlust. Frühes Stören jetzt. Verteidigt da den Ballbesitz. Admir Mehmedi. Da ist die Flanke. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Eine richtige
Anzeige für die Besucher im Block B. Die sanitären Einrichtungen funktionieren jetzt wieder einwandfrei. Das könnte gefährlich werden. Ende der Durchsage. Josep Brekalo. Hereingabe jetzt. Und die Situation geklärt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Schöne Aktion. Sebastian Rudi. Ball kommt in die Mitte. Jetzt ist die Kugel weg. Da wäre Platz für den Konter. Admir Mehmedi. Das ist Brekalo. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Der Keeper hält sein Team hier am Leben. Ein Tor ist ja aufzuholen. Und durch diese Rettungstat können sie noch auf das Unentschieden hoffen. Die Nummer 24, Xaver Schlager. Neu im Spiel, die Nummer 8, Renato Steffen. Spielerwechsel bei Hoffenheim. Vom Feld gegangen. Die Ecke kommt rein. Ja, sie können erst mal klären. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Mehmedi. Da kommt die Hereingabe. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 14. Admir Mehmedi. Neu dabei. Die Nummer 11. Felix Klaus. Ryan Sessegnon. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Akpoguma. Diadier Samaseku. Florian Grillitsch. 1 Minute gibt's obendrauf. Jakob Brünn-Larsen. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.